Willkommen zurück hier bei Risen 2 vor dem stolz aussehenden Ratsgebäude. Aloha! Du schon wieder! Was soll der Aufzug? Ich bin ein Diener Maurigatos. Na schön. Und welches Anliegen hast du im Hohen Rat? Ja, ich komme im Auftrag von Maurigato, genau. Ich komme im Auftrag von Maurigato. Dann hast du ja bestimmt einen Passierschein dabei, nicht wahr? In der Tat. Oh, tatsächlich. Dann will ich nichts gesagt haben. Los, rein mit dir. Dankeschön. Sehr schön. Der Hohe Rat wirkt ja ziemlich beeindruckend. Wer bist denn du? Ja. Ich bin ein Bote von Maurigato. Nun, dann erledigt eure Arbeit und versucht dabei niemanden zu stören. Garcia war hier. Das ist durchaus richtig. Warum fragt ihr? Was hat er hier gemacht? Er kam als Parlamentär von Mara und überbrachte uns ein Angebot. Wir haben eine Ratssitzung einberufen und das Angebot gehört. Ihr dürft nicht darauf eingehen. Wir dürfen ein Angebot des Friedens nicht unüberlegt ausschlagen. Hat Garcia noch was anderes getan, als er hier war? Maurigato gewährte ihm Zugang zum Archiv. Was wollte er dort? Cassandra wird es wissen. Sie hat sich mit ihm unterhalten. Ich muss auch ins Archiv. Der Zutritt ist nur den Mitgliedern des Hohen Rates gewährt. Und Garcia? Garcia kam als Gast von Maurigato. Sobald ein Mitglied des Rates für euch bürgt, wird euch der Zugang gewährt. Meine Güte, ist das kompliziert. Bürg du für mich. Dazu sehe ich keinen Grund. Wo ist das Büro von Maurigato? Die kleine Treppe hinauf gegenüber von der Schreibstube. Die Treppe hinauf. Ratsgebäude gefunden. Ist es auch auf der Karte? Tatsächlich, okay. Kompliziertes Schloss. Hier geht's aber nicht weiter. Gut, Quick Save. Wir hatten hier unten noch einen Typen stehen, den habe ich gesehen. Was machst du denn hier? Ich bin Fuko. Die Bauern haben mich gewählt, sie im Hohen Rat zu vertreten. Ich bin der erste Bauer, der mitbestimmen darf. Den Hohen Rat gibt's ja noch nicht so lange. Oh Mann, der hört sich schon ziemlich scheel an. Mehr ist nicht zu holen. Ein Proviant, toll. Ich brauche Zugang zum Archiv. Da habe ich nichts mit zu tun. Fragt Meister Custodio. Das habe ich schon getan. Tja... dann kann ich dir auch nicht helfen. Wie ist der Hohe Rat entstanden? Nachdem die dunkle Welle über das Land kam und die Titanenlords die Macht an sich rissen, hatten die Protektoren das Kommando über Caldera. Dann kam Maurigato zu uns. Er meinte, wir sollten uns nicht damit zufrieden geben, unser Schicksal vom Militär bestimmen zu lassen. Auch die Bauern, Handwerker, Händler und Gelehrten sollten mitbestimmen können, welchen Kurs wir einschlagen. Schließlich sitzen wir alle in einem Boot. Ja, die Bootmetapher ist immer wieder schön. Jetzt dürfen also die Bauern mitbestimmen. Die Protektoren waren zuerst dagegen. Sie wollten nur die Stimmen der Händler und Gelehrten gelten lassen. Aber Maurigato hat sich für uns eingesetzt. Völlig zu Recht, wie ich finde. Bald werden wir alle in die neue Welt übersiedeln. Und wer wird dort die Felder bestellen? Wer die Häuser bauen? Ich finde, wir haben einen Sitz im Hohen Rat verdient. Er hat recht, klingt aber immer noch ziemlich hohl, der Kerl. Und was beschließt ihr so? Nun, zum einen haben wir die Vakulierung Calderas beschlossen. Die was? Na, dass wir alle hier weg müssen. Jetzt verhandeln wir sogar mit einem der Titanenlords. Das sind alles schrecklich wichtige Sachen, sag ich dir. Zum Glück kennt Maurigato sich in solchen Sachen gut aus. Sonst müssten wir uns auf das Urteil der Gelehrten und der Protektoren verlassen. Ah ja, und es wäre so furchtbar, sich auf die zu verlassen. Gut, was haben wir denn hier? Hat der sicherlich nichts gegen, der Kerl, dass wir mal rangehen. So. Tata.
Okay, was machst du denn hier? Na, 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 wo wollen wir denn hin, hm? Ich muss ins Archiv. Na klar, das müssen viele Leute in letzter Zeit. Aber weißt du überhaupt, was das für ein Archiv ist? Ein gut sortiertes, nehme ich an. Hier lagert das gesammelte Wissen der Inquisition. Alles, was wir aus dem Reich retten konnten. Dann ist es bestimmt gut, dass du darauf aufpasst. Und ohne Genehmigung eines Ratsmitgliedes lasse ich niemanden rein. Ich habe hier 100 Genehmigungen. Willst du mich bestechen? Ja, das kannst du sehen, wie du willst. Dann ist das wohl versuchte Bestechung eines Protektors. Im Archiv gibt's Bücher darüber. Dicke Bücher. Heißt das, du willst mein Gold nicht? Ich habe ein paar der Bücher gelesen. Wenn das rauskommt, werden sie schlimme Dinge mit mir anstellen. Wirklich schlimme Dinge. Okay, ja, dann hauen wir dem halt aufs Maul. Lass mich rein, oder ich hau dir aufs Maul. Nur zu, du darfst auch gern den ersten Schlag machen. Da bist du an den Falschen geraten. Kritischer Treffer ist krass. Ja. Auf Wiedersehen, dann gehe ich mal rein ins Archiv. Das ging ja einfacher als gedacht. Hallo Ratte. Hallo Truhe. Weil es war so, so. Alles klar. Goldmünzen, way. Neue Grundsätze der Artillerie. Von Meister Godin. Nicht uninteressant. Ah ja, so verbessern wir unsere Fähigkeiten. Ist ja ganz nett. Bauplan. Solange ich nicht weiß, was ich suche, ist das sinnlos. Beschlüsse des Hohen Rates, okay. Anleitung zur vollständigen Runenmagie. Völlig veraltet. Passt zu Risen 1, den nehme ich an. Ein Trank und ein uraltes Buch. Nicht mehr lange und es zerfällt zu Staub. Ah, warum so sinnvolle Beiträge? Ganz altes die Buch. Die Schrift ist kaum noch zu entziffern. Ich scheine erstmal nicht voranzukommen. Oder habe ich was übersehen? Ja, die Truhe, die kriegen wir nicht auf. Ja, okay. Hier ist bestimmt auch nichts Wichtiges drin. Nein. Doch, da war doch was, oder? Bauplan. Bleib du mal schön da unten liegen. Besser, du fasst dir nichts an. Godin. Hat man dir noch nicht gesagt, dass ich nicht gestört werden will? Hat man nicht. Ich sehe schon, du bist neu hier. Ich bin Godin, Vertreter der Handwerker im Hohen Rat. Zurzeit beschäftige ich mich mit der Entwicklung neuer Waffen für die Inquisition. Das ist auf jeden Fall eine Stimme aus Gothic. Zurzeit beschäftige ich mich mit der Entwicklung neuer Waffen für die Inquisition. Der kommt mir so bekannt vor. Kannst du mich ins Archiv bringen? Ich hab mit dem Schreibkram. Ja, ja, wir haben es sowieso schon geschafft. Du entwickelst Waffen? Feuerwaffen, um genau zu sein. Noch vor weniger als einem Jahr gab es nur sperrige Kanonen. Heute ist jeder Soldat mit einer tragbaren Feuerwaffe ausgerüstet. Das war meine Idee. Du hast die Feuerwaffen erfunden? Ganz genau. Zurzeit beschäftige ich mich mit der Konstruktion von doppelläufigen Waffen. Du bist Mitglied des Hohen Rates? Ja, aber in erster Linie kümmere ich mich um meine Erfindungen. Da bleibt nicht mehr viel Zeit für Politik. Aber Maurigato unterstützt mich. Vor jeder Ratssitzung haben wir eine kurze Besprechung, in der er die wichtigen Dinge für mich zusammenfasst. Mit meinen Fähigkeiten als Erfinder kann ich der Inquisition viel nützlicher sein. Ah ja. Für uns eine vollkommen uninteressante Persönlichkeit. Gut, hier kommen wir also nicht weiter. Dann gehen wir nochmal rüber auf die andere Seite. Maurigatos Büro verschlossen. Cassandra. Oder Cassandra. Cassandra. Die Protokolle der letzten Sitzung. Ja, bitte? Was ist deine Aufgabe?
beschäftigt sein. Ich bin die Archivarin. Zu meinen Aufgaben gehören Protokolle, Buchhaltung und Katalogisierung. Nicht gerade spannend, nicht wahr? So gut bin. Ein bisschen schleimen. Das ist bestimmt eine anstrengende Arbeit. Über mangelnde Beschäftigung kann ich mich nicht beklagen. Garcia hat mit dir gesprochen? Ja, Garcia. Er sucht etwas im Archiv. Anschreiben, Abmahnungen. Entschuldigt bitte, ich bin beschäftigt. Ich muss wissen... Na schön, da ihr ja keine Ruhe gebt. Helft mir bei einer kleinen Aufgabe, dann habe ich Zeit für euch. Wie kann ich helfen? Dann passt gut auf. In 5 Regalen lagern insgesamt 250 Bücher und 1000 Schriftrollen. Wobei ich einen Platz entweder mit einem Buch oder 2 Schriftrollen füllen kann. Ich muss noch 420 Schriftrollen und 75 Bücher unterbringen. Könnt ihr mir gerade sagen, wie viele Regale und Plätze ich dafür brauche? Eine Fackel. Nee, nochmal, da müssen wir das kurz aufschreiben. Ging mir jetzt ein bisschen zu schnell. Eine Fackel. Ich fasse es nicht. Okay, nochmal bitte. Kannst du das nochmal wiederholen? Natürlich. 5 Regale fassen insgesamt 250 Bücher und 1000 Schriftrollen. Ein Platz wird mit einem Buch oder 2 Schriftrollen belegt. Ich muss noch 420 Schriftrollen und 75 Bücher unterbringen. Und dafür brauchst du Regale und Plätze. 420, ein Regal passt. 250. Ich weiß es echt nicht, Leute. Nochmal bitte. Natürlich. 5 Regale fassen insgesamt 250 Bücher und 1000 Schriftrollen. Ein Platz wird mit einem Buch oder 2 Schriftrollen belegt. Ich muss noch 420 Schriftrollen und 75 Bücher unterbringen. Und dafür brauchst du Regale und Plätze. Ah, okay. Das heißt quasi, für die 420 Bücher braucht sie logischerweise 420 Stellen. Für die 75 Schriftrollen braucht sie die Hälfte. Das sind von 74, 35, 37, also 38, nee. Also 38 plus 420, das sind 400... 58. Das heißt, die braucht 2 Regale. Natürlich. 5 Regale fassen insgesamt. Ein Platz wird mit einem Buch oder 2 Und dafür. Ihr bringt mich nur den. Das weiß ich nicht. Und wenn ich. Nun, wenn es dringend ist, den. Scheibenkleister. Da haben wir den gerade umgebolzten. Da müssten wir alles. Scheibenkleister. Mann, nein. Ja, laden. Scheibenkleister. Da hatte ich jetzt einfach keine Geduld mehr. Aber die Rechnung bringt mich ein bisschen durcheinander. Ich denke mal, das wird das andere gewesen sein. Wir brauchen auf jeden Fall keine ganzen 2 Regale. Da bleiben also auf jeden Fall Plätze über. Das heißt, das letzte ist auf jeden Fall nicht für all diejenigen, die bis da nicht mitgekommen sind. Aber wir müssen... Oh Mann, Scheibenkleister. Das ärgert mich. Wir überspringen das mal alles ganz schnell. So. Alles klar. Wieder zurück. Hallo. Wieder zurück. Lauf. So. Quick Save. Da wird es ganz klar das hier sein. Und du hast noch 15 Plätze frei. Ihr seid ein kluger Mann.
So gut. Zurück zu meinem Anliegen. Wonach hat Garcia gesucht? Das weiß ich nicht. Wenn ihr Informationen braucht, seht doch im Büro von Maurigato nach. Und wenn ich keinen Schlüssel für sein Büro habe? Nun, wenn es dringend ist, ich besitze Nachschlüssel für alle Türen. Den für Maurigatos Büro kann ich euch überlassen. Gegen eine geringe Gebühr, versteht sich. Ey, da hat sich gar nichts geändert. Gib mir den Schlüssel. Ja, natürlich. So ein Miststück, ey. Man schmeißt hier echt wahnsinnig viel Geld raus hier in dem Gebiet. In dieser Region. So, dann kommt man nur wieder hier oben aus. Alles klar. Gut, wir können in Maurigatos Büro gehen. Maurigatos Truhe. Uns fehlen 5 Punkte. Wir haben nichts mehr, was uns... Ist schon ein Schurkenring. Ne. Schade. Aufzeichnungen. Sieh an, persönliche Aufzeichnungen von Maurigato. Ah. Wollen wir doch mal schauen. Garcia ist auf dem Weg hierher. Er braucht Koordinaten. Dasselbe Ziel, das auch Corrientes ansteuert. Mara hat für alles gesorgt. Damit er Zugang erhält, werde ich ihm dem Rat vorstellen. Er wird ein Angebot von Mara überbringen. Egal wie der Rat darauf reagiert, ich bringe Garcia danach ins Archiv. Dort wird er schon finden, was er sucht, und ich werde meinen Lohn bekommen. Na also, ich werde die Seite rausreißen und mitnehmen. Belastender Brief. Das ist ja schon mal eine sehr gute Nachricht. Damit haben wir den ersten Teil unserer hierigen Aufgaben bereits erfüllt, und zwar die Belastungen für Maurigato zu finden. Jetzt bleibt nur das Problem, wie wir hier unten weitermachen. Ich darf doch durch, oder? Schon gut. Geh einfach weiter. Alles klar, will ich auch meinen. So, dann hier oben war ein Plan. Die Truhe haben wir aufbekommen. Ganz einfach. Liblablo. So, da steht was. Corrientes sucht den Feuertempel. Mitten im Dschungel. Ah, da gibt es eine Bucht. Die Bucht von Maracay. Aha, Koordinaten. Na, warte, Garcia. Ich komme zu dir. Alles klar. Die Bucht von Maracay. Neuer Ort verfügbar. Wir haben es also geschafft. Wir haben hier alles zu brauchen. Sehr schön. Ich bin zufrieden. Hat gut funktioniert. Ja. Die Runenmagie. Oh Mann, Leute. Mir fehlt ein bisschen Risen 1. Ey, das Spiel war so genial. Risen 1. Na, es waren noch Zeiten. Boah, ist auch bald wieder ein halbes Jahr her oder sowas, dass ich das aufgenommen habe. Kommt mir auch gar nicht so lange vor. So, dann bringen wir nochmal schnell zu Azura, Azuro, Azuro. Bringen wir nochmal schnell unsere Aufzeichnungen bzw. die rausgerissene Seite. Damit wir da unseren Deal auf jeden Fall erfüllen. Und? Wart ihr erfolgreich? Unser Plan hat funktioniert. Ich habe Zugang zum Hohen Rat. Habt ihr einen Beweis gefunden? Ich bin noch nicht gut genug. Ich habe hier etwas gefunden. Ausgezeichnet. Dann sind wir jetzt quitt. Ich bin neugierig. Wie geht's weiter? Nun, ich werde dieses Schreiben dem Hohen Rat vorlegen. Es wird eine Untersuchung geben. Und Maurigato wird große Schwierigkeiten bekommen. Und du willst deinen Platz im Hohen Rat einnehmen? Wenn man mich fragt, werde ich bereit sein. Habe ich mir nicht eine Belohnung verdient? Sollte es nicht Lohn genug sein, dass ihr mit meiner Hilfe im Hohen Rat vorgelassen wurdet? Wie dem auch sei, ich denke, ich kann mich euch gegenüber großzügig zeigen. Das denke ich auch. 250 Goldmünzen. Dankeschön.
Karte, wir machen eine Schnellreise. Ja, zur Kristallfestung. Ach, alles eine Ewigkeit her. Können wir dem guten Carlos davon berichten? Ich weiß jetzt, wo Garcia steckt. Er ist Corrientes zur Bucht von Maracay gefolgt. Dann darfst du keine Zeit verschwenden. Schnapp dir den Mistkerl, bevor er Corrientes in den Rücken fällt. Was wissen wir über Mara? Mara ist der Titanenlord, der das gesamte Meer beherrscht. Aber es sieht so aus, als ob ihr das nicht reicht. Seit die ersten unserer Schiffe in Arborea gelandet sind, werden wir von ihren Kreaturen angegriffen. Es sieht so aus, als ob sie verhindern will, dass wir uns in die neue Welt absetzen. Aber die Sache hat auch ein Gutes. Seit wir Maras Attacken ausgesetzt sind, sind die Wassertitanen von den Meeren verschwunden. Dafür macht uns jetzt der Kraken Probleme. Okay, der Kraken. Was wissen wir über den Kraken? Wir vermuten, der Kraken ist kein Titan, sondern ein uraltes Wesen, das zusammen mit den Titanenlords aufgetaucht ist. Unsere Kanonen richten keinen Schaden an. Wir brauchen eine mächtige, magische Waffe. Ja, die Titanenharpune. Was ist mit Ursegor? Wer weiß, was passiert wäre, wenn du Ursegor auf Faranga nicht freigelassen hättest. Vielleicht hätte Ismael uns schon längst überrannt. Vielleicht hat auch gerade das zum Untergang des Alten Reiches geführt. Das habe ich mich auch schon oft gefragt. Wie auch immer. Wir müssen uns jetzt auf Mara konzentrieren. Ganz meine Meinung. Was wissen wir über Ismael? Über ihn ist nur wenig bekannt. Er und Ursegor haben das Alte Reich in Schutt und Asche gelegt. Egal, welcher der beiden Titanenlords den Sieg erringt. Wenn er sich entschließt, Caldera direkt anzugreifen, sind wir geliefert. Dagegen kann uns selbst der magische Kristall unter der Festung nicht mehr schützen. Ah, das hat es also mit dieser Höhle auf sich. Können wir die knacken? Immer noch nicht. Ist aber peinlich, ey. Naja. Salutiert das Gewehr, meine Diener oder was auch immer. So, nee, das war's hier. Gut, dann würde ich sagen, setzen wir ein neues Segel. Oder setzen wir Segel in eine andere Richtung. Juan. Aber ich weiß echt nicht, wo hier irgendwo dieses Versteck sein soll. Soll ja hier irgendwas sein. Vielleicht im Wasser? Das würde ja zumindest erklären, warum ich es nicht gefunden habe. Aber nein. Seltsam. Wo kommt die jetzt her? Furchtbare Viecher. So eine Schnellreise geht nicht, oder? Können wir jetzt einfach hier, Nee. Okay. Wollte schon was sagen, so ein Assassin's Creed Schnellreisesystem einfach so aus dem Stand auf eine Insel, auf eine andere Insel ist hier also nicht möglich. Wäre auch ein bisschen überzogen. Den können wir uns jetzt bestimmt endlich hier mal widmen. Der hat hier oben auch noch Räume, die abgeschlossen waren, als wir hier das erste Mal gewesen sind. Weil mehr oder weniger würde ich ja jetzt gerne tatsächlich hier Caldera wahrscheinlich für das restliche Spiel verlassen. Es sei denn, mir fällt noch ein, wo wirklich diese blöde Grabungsstelle für den legendären Gegenstand sein könnte. Aber wird der wahrscheinlich auch nicht mehr offengelegt werden. Können wir öffnen? Oh, cool. Beide können wir öffnen. So. Nummer 1. Ui. Nummer 2. Auch kein Problem im Nachhinein.
Ja. In der Tat ganz in Ordnung. So, die Black Betty wartet hier schon auf uns. Damit wir weiter segeln. In den Horizont, in die Abendsonne, was weiß ich. Wie geht das denn jetzt überhaupt? Patty? Ich weiß jetzt, wo Garcia steckt. Wo? Er ist Corrientes zur Bucht von Maracay gefolgt. Also da treibt sich der Schweinehund rum. Wir können jederzeit dorthin segeln. Das Schiff ist bereit. Okay, machen wir das. Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Aye, Captain. Ja, auf zur Bucht von Maracay, überspringen. Das Einsegeln gucken wir uns an, weil wir den Ort ja noch nie gesehen haben. Aber nach der Schwertküste und jetzt Caldera erwarte ich mal wieder eine etwas offenere Spielwelt. Also die Schwert-Caldera ist ja arg kniebisch gewesen. Ganz schön stürmisch hier. Und vor allen Dingen schön... Ah, oh, ja, Dschungel, das gefällt mir. Alles klar. Oh ja, das gefällt mir wirklich. Perfekt. Aber gut, das Schiff verlassen wir dann beim nächsten Mal. Ich denke mal, hier ist eine gute Stelle für einen Schnitt. Beim nächsten Mal suchen wir also Corrientes. Ja. Und werden hier auch auf einen Charakter aus dem alten Risen-Teil treffen. Ich hoffe, ihr begleitet mich dabei. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.